zur Eröffnung bitten wir jetzt Damian Peña Martin auf die Bühne, Vertreter der Spanischen Botschaft bzw. der Kulturabteilung der Spanischen Botschaft. Herzlich willkommen. Bienvenido. Nos alegramos mucho que esté aquí y vamos a abrir el festival La Noche, la magia de las noches españolas, aquí en este cine central. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. He preparado unas palabritas de, a modo de saludo en representación de la Oficina Cultural de la Embajada, pero bueno, las voy a leer en alemán también con respecto a la mayoría del público que será alemán parlante. Gracias. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des spanischen Films. Als Vertreter der Kulturabteilung der Botschaft von Spanien in Deutschland möchte ich Sie zum heutigen spanischen Filmschwerpunkt im Rahmen des 22. Internationalen Filmfestivals Contravisión recht herzlich begrüßen. Es ist für uns eine große Freude zu sehen, wie das Interesse am spanischen Kino ständig zunimmt. Und dies nicht nur an die großen Namen wie Buñuel, Berlanga oder Almodóvar gebunden, sondern auch an die vielen jungen und talentierten spanischen Filmemacher, die außergewöhnliche Arbeiten hervorbringen. Das heutige Kurzfilmprogramm ist ein Beispiel gerade für dieses neue spanische Gegenwartskino. Es steht für Innovation, für Kreativität und für thematische, aber auch stilistische Avantgarde. Es ist ein Kino mit einer Entwicklung, die auch mit dem Wandel Spaniens einhergeht. Der spanische Film ist somit zu einem Spiegelbild des Landes und seiner Gesellschaft avanciert. Für uns von der Spanischen Botschaft sind Projekte wie das heutige von Contravisión sehr wichtig, denn sie sind, auch wenn diese nur einen lokalen oder regionalen Charakter haben, eine sehr gute Gelegenheit, um in die spanische Filmszene einzutauchen, ihre Geschichte und Gegenwart zu erkunden, gleichzeitig aber auch, um unser Land noch besser kennenzulernen. Das Filmfestival Contravisión ist ohne Zweifel eine schöne und sehr interessante Initiative, die dazu beitragen wird, einen umfangreichen Einblick in die spanischen Filme zu ermöglichen. Es sind gerade diese Projekte, welche Menschen verbinden, sowie den Dialog und den Austausch fördern und die dazu auch beitragen, Verständigung und Interesse untereinander anzuregen. Den Organisatoren und auch den Unterstützern sowie allen an Contravisión Beteiligten möchte ich ganz herzlich danken und die besten Wünsche der Botschaft von Spanien für die nächsten Ausgaben übermitteln. Ihnen allen, meine Damen und Herren, und wünsche ich für die heutige Kurzfilmpräsentation und auch für die kommenden Tage noch viel Freude bei den weiteren sehr interessanten Beiträgen des Festivals. Vielen Dank. Applaus.